So, nach dem spannenden Bossfight, huch, werde ich jetzt am besten mal zu Funky, dem Hip-Hop-Affen Kong, gehen. Hollerö, du hast tatsächlich zwei Ski gefunden. Jetzt steht dem ultimativen Trip nichts mehr im Wege. Bewege dich nicht von der Stelle, Kongs. Gleich ist das Superball fertig. Oh Mann, der nagelneue Turboantrieb macht dieses Gefährt zu einem Kracher. Drücke einfach den Y-Knopf. Baba, Kongs, die Brandung ruft. Jo. Erst mal hinten gucken. Kann man hier irgendwie? Nö. Aber hier kann man doch. Und den nächsten Bananenvogel. Geheimbucht. Ja. Jawoll, und der nächste Bananenvogel ist mein. Dixie! Wie winkt sie denn? Bin besoffen. Komisches Vieh. Naja, egal, weiter geht das hier. Möchte ich hier bitte rüber? Yay! Okay. K3. Muss ich da hin, bevor ich... Ja, okay, K3. Ah, ja. Felsenfest. Okay. Hier will ich erstmal kurz gucken. Haha! War mir doch fast klar, dass da was sein muss. Oh, ja. Stalkende TNT-Fässer, ich bin begeistert. Okay, mehr ist hier nicht zu finden. So. Egal, was ist hier hinter? Da wusste ich's doch! Eine Geheimbox, ein Bonuslevel. Sammle 30 Sterne. Na, ich versuch's. Geschafft! Sehr schön, und weiter geht's. Oh, schon mit diesen hässlichen Beutelratten oder was das da sein soll. Ich finde die immer nur... Bleh. Ich hätte jetzt gerne meinen Kitty zurück. Wenn das irgendwie gehen würde, fände ich das... echt mehr als geilo. Wie schnell die hinterherkommen, ne? Das ist auch cool. Aber die sind zu unbeweglich. Moment. Da oben ist dieser Pfosten. Ah, wie soll man das denn anstellen? Brauche ich wahrscheinlich wirklich den Kitty noch zu oder so. Ich guck mal, ob ich Kitty irgendwo finde. Wenn ja, dann werde ich mir da gleich mal Speichertönchen und ja, dann können wir gleich nochmal schnell zurück. Super, das war jetzt natürlich nicht das, was ich wollte, egal. Ist hier noch irgendwas? Nee? Komisch. Naja, dann nicht. Uah! Da war ich leider zu langsam. Ja, das muss ich jetzt mal den Gegnern zugestehen. Die waren einfach schneller als ich.
Aber naja, macht nichts. Wir geben ja noch lange nicht auf. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt, ohne da irgendwie hinzufliegen. Hier ist das N. Sehr schön. Wow. Wow. Oh Gott, Leute, bitte. Oh, ich habe mich so erschrocken. Ich bin noch gar nicht ganz fertig mit der Welt. Oh. Okay. Ja, bis hierhin ist es ganz gut. Gott, Leute, ich höre dich. Ich höre dich, Kitty. Sehr schön, sehr schön. Oh. Dann auch diese hässlichen Bienen mit Kreissäge im Arsch. Ich meine, gut, da wäre ich auch sehr aggressiv, glaube ich, wenn ich das hätte. Ich kann es allerdings nicht hundertprozentig sagen. Ja, mal wieder bewiesen, ein Geben und Nehmen dieses Spiel. Ich mach dann direkt weiter. Und werde euch zeigen, ey, so schwer ist der Spaß eigentlich gar nicht. Ist es eigentlich auch nicht, aber man muss es halt erstmal schaffen. Genau da liegt das Problem im Moment. Ich schaffe es einfach noch nicht, aber... Ich bin ja sehr, sehr, sehr zuversichtlich. Boah, es war auch wieder so knapp, aber geschafft. Und zack. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schneller. Hopp. Ja. Komm, noch 9 Bananen, dann habe ich ein neues Leben erreicht. Und hätte doch tatsächlich die Chance, noch eins zu kriegen, wenn ich nämlich das G mir hole. Wow, das war schon wieder so knapp. Macht aber nichts, den Kitty kriege ich hier wieder. Das war so geplant, das war natürlich so gewollt. Ja, gar nicht so einfach, die 10 Teile hier auszutricksen. Und wieder. Ei, und Level geschafft. Wir können stolz auf uns sein. Bin ich jetzt einfach auch mal. Jetzt gehe ich erstmal schnell speichern, weil hier ist offenbar eine Speicherhöhle. Und Oma pennt schon wieder. Oh, Independent. Na ja, wir können das Spiel sicher trotzdem abspeichern. Genau. Vier Bananenvögel. Mann, Mann. Wär mir ja zu laut.